So, moin liebe Frequenz. Moin. Der Paul und ich sind mal wieder nach Eschede an die Bärenkuhle gefahren. Klar, wir haben eine Jahreskarte. Ach, wirklich? Haben wir, ja. Ja. Wir haben mit Erschrecken festgestellt, der Udo, ne? Udo Menze, ich verlinke euch den Kanal mal hier oben. Und in der Videobeschreibung, der ist auch da. Wird bestimmt cool, der Tag heute. Eins habe ich noch. Ich bin auf einen jungen YouTuber aufmerksam geworden. Das verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Grüße gehen raus an Fishing King Marvin. Mach weiter so. Ja, ich habe ihm auch ein kleines Paket mit ein, zwei Spoons geschickt, ein paar Gummis, ein paar Aufkleber. Ist ein komplett korrekter Junge. Ja, was wir für einen Spaß haben, seht ein Video. Wie schon im Bockdorf gesagt, es ist morgens. Wir wissen selber noch nicht, was passiert ist. Also jetzt beginnt die Zeit wieder, wo wir auch zum Beginn die Intros machen. Weil es wieder hell ist. Genau, weil es wieder hell ist und ihr unsere wunderhübschen Gesichter sehen könnt. Gut, das war ein Witz. Noch sind wir glücklich. Noch sind wir glücklich. Nachher sind wir wahrscheinlich frustriert. Wer weiß. Naja, ihr kennt die ganze Chose. Ja. Ja, auf jeden Fall ist ja heute niemand anderes da an der Bärenkuhle. Also bis jetzt. Und breit, nur Udo und wir beide. Ja, was hier so passiert, seht ihr im Video. Bis dahin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Udo, wo willst du hin? Das ist gar nicht deine Zeit, was stimmt mit dir nicht? Richtig. Hat deine Frau dich rausgeschmissen, oder? Ja. Eigentlich überhaupt nicht meine Zeit. Nee. Aber ich renoviere heute, meine ich, habe ich gesagt. Vielleicht heute Nachmittag. Okay. Kann ich mal mein Glück versuchen. Ja, Kamerascheu bist du ja nicht, ne? Hi. Na ja, alles gut? Kamerascheu bist du ja nicht, ne? Nee. Wir haben dich auch angekündigt im Video. Echt? Ja. Mhm. Glaubt den beiden kein Wort, die sind hässlich und können nicht angeln. Das stimmt. Ja. Ich stelle mich da hinten hin, dann sieht mich keiner. Ich habe gesagt, wir sind wunderhübsche. Richtig. Wir sind wunderhübsch. Macht ja alles kaputt hier, ne? Was stimmt mit dir heute nicht? Ach ja. Oh, guck mal. Oh, guck mal, Jungs, was der Udo für einen Spoon nimmt zum Anfang. Sehr geil. Ich habe das letzte Mal mit meinem Spoon so viel gefangen, da probiere ich da einmal aus und dann mal schlagartig Ruhe. Das ist gut. So muss es auch sein. Der fängt nur morgens. Hallo Michi! Ein Hoch auf unser Michael, Michael, Michael. Ja, ein alter Bock. 2 Minuten, Alex. Noch zwei, Joe. Paul. Alter, dann ist mich noch irgendwie anders. Klatsch ich dich. Peter, Jens. Ganze Mannschaft aufgenommen. Ey, Paul. Ja. Ich hab was. Ach, Scheiße. Kraut. Ah, verdammt, verdammt. Hochführen, Alter, die stehen hoch. Ja. Hier bin jetzt Myris. Myris. Ja, dann, wenn ich das mache, Alter. So ein Quollwolke. Ja, ich. Oh nein. Was ist denn? Guck mal, der ist. Hm? Da müssen wir bleiben, da nicht weiter, genau. Moin. Moin. Morgen. Hat so gut angefangen, der Morgen. Richtig. Du willst doch nicht hier bleiben? Nee, kannst dich gleich verziehen hier. Dem seine Uhr geht doch wieder 5 Minuten nach oder so. Wie lange bleibst du?
gucken. Ja, ich dachte so bis um 10, 11. Ich habe nur 14, oh, 7 Uhr. Ist das ja, warte, bis Micha Start sagt. Wieso soll er Start sagen? Das macht er immer. Micha, können wir? 7 Uhr. Warte, Michas Uhr. Petri, was? Petri. War der erste Biss? Nee, ich hab mal gar nichts. Vielleicht tiefer. Hm? Vielleicht tiefer gehen. Alter, was ist los? Wasser rausgehauen. Petri! Dank! Krieg 01 will ich nur sagen, ne? So ihr Lieben, die erste Party auf dem Krieg 01, dritter Wurf. Los! Put. Komm, Fischi. Ich hab nie mal einen Biss gehabt. Ich? Okay. Das ist auch ein neuer Freak 01. Ich muss erstmal ein. Erstmal einspielen das Ding hier. Mahlzeit. Warte, Micha kommt und gleich beißt bei mir. Ihr habt heute keine Chance. Ne? Jo. Hagen steht neben euch. Wir haben doch schon einen raus. Seid ihr nicht los? Ja? So, Realismus pur. Schnell wegen dem Knie durch. Ganz einfach. Oh, ich glaube, das könnte böse enden. Meinst du? Oh ja, ja, ein bisschen Twilight ist das. Das ist so kalt, ey. Ich bin noch morgen raus, Alter. Minus 1,5 Grad, Alter. Wir haben 3 gehabt. Ich weiß, ich bin heute Morgen rein. Bei minus 1,5 Grad. Ach ja, du warst ja Nachtschicht. Ja. Ich bin 4 vom Dienst gekommen. 2 Stunden geschlafen, ja auch. Ja, das ist so gut. Ja, in Ordnung. Wenigstens 2 Stunden. Ja, ich weiß, in welchem Universum ich mich befinde. Ich kenne das. Ich bin gerade auch. Ich bin einer, ein 5er, ein 20er und ein 10er. Ich stehe da so. Was soll ich damit? Nee. Verarschen oder was? Welche Anzahl von Schubladen 2 kommt das Geld? Ihr habt schon eine oder was? Ja. Ja. Basti hat eine gefangen. Portier. Ja. Ich habe nicht mal einen Biss gehabt. Stehen ziemlich weit oben. Ich habe nicht mal einen Biss gehabt, sagt er um 3 Uhr. In 3 Minuten nach dem. Ja. So, dann fliegen wir wirklich hier offen. Hm? Freaky Drago. Da steht viel Fisch bei uns. Aber wir haben die Kamera was tun.
Mal absinken lassen. Die Entscheidung. Ja. Ja. Ihr Lieben, Freaky Drago in grün-orange. Läuft, zweite Woche. Oh, eine fette Lachs ist gerade vorbeigeschwommen. Keine Reaktion, nichts. Okay. Standangler haben einen klaren Vorteil, Alter. Die können ihre Hände in die Tasche stecken. Ha? Standangler haben einen ganz klaren Vorteil. Die können ihre Hände in die Tasche stecken. Scheiße. Bist verkackt. Ah, nochmal, komm. Ey, so verkackt gerade. Ja, gerade bist verkackt. Saibling. Hast du nicht gesehen, wie er hinterher geschossen ist zweimal? Ja, er sagt. Viel nee, zu kalt noch. Kannst du machen. Ja. Weißt du eigentlich, dass du nicht nur meine Angelbox hast? Und was noch? Auch noch den Namen von meinem Hund. Meinst du? Der heißt auch Paul. Ja, aber ich bin aber älter als er. Mein Labrador. Ich hab dir schon mal Mühe gemacht, hier. Ruhe gemacht, kannst du auch angeln. Ich muss mir so noch die Hände wärmen. Das kann doch nicht sein, ey. Wahnsinn, ey. Getummelt hast du viel hier überall. Hm? Getummelt hast du viel hier überall. Das müssen wir überreden. Kurz Hände wärmen und dann geht's gleich weiter. Bis die Hand wieder kalt ist. Die Folbrille, siehst du schon, was da vorne ja. wurde? Na, guck mal, da vorne steht die. Schwimmt einfach weiter und interessiert sie nicht. Ja. Ja, ja. Ein bisschen klarer geworden, kann das sein? Ja. Ja. Weil die Sonne ein bisschen rauskommt, siehst du auch nicht. Das ist gut. Erstmal fange ich jetzt Paul den Seitling weg. Paul gibt's auf, da ist nichts. Dran gehabt. Steckst ins Auge, brennt genauso. Lass mich in Ruhe, ja, noch kein Fisch. Das wär's gewesen. Du, ich hätte mit vom ganzen Herzen hätte ich gekeschert. So? Hätte ich mit dem Haken geschlagen mit dem Kescher. Nee, das hätte ich nicht. Hätte ich ins Wasser geschmissen. Ey, erst habe ich mit Spuren gehabt, Fick 01. Und jetzt ich habe auf den hier. Bin ich auf Gummi gewechselt? Ein bisschen bunt lackiert. Hm. Ich bin jetzt auf Gummi gewechselt und auch gleich zweiter Wurf, zack. Ich habe die letzten Mal alles mit dem Gummi durchprobiert und wie im Video. Diese Libra nur Lava und dann nicht gerade so leicht gebogen aufgezogen, die hat fast immer was gebracht. Du ziehst die immer auf. Die sind klein, so leicht bananenförmig. Ich habe mir so eine einfache Route geholt, 0,2 bis 0,8 Gramm. Und wenn du die fischst, dann nimmt der Fisch das Gummi, du siehst es auch schon einmal gut, aber der macht das keinen Widerstand. Das ist total geil. Mhm. Aber ich habe damit noch keine 1,5 Kilo Forelle dran gehabt. Das haben wir nur die Porten. Ja, das habe ich im Video gesehen. Mal gucken, ob ich dann so eine kleine Bügel drin habe. Ja. Aber noch Spaß mit dem. Ja, glaube ich. Glaube ich dir. Und meine Finger fangen an, aufzuhören, weh zu tun. Oh. Was ist hier? Hier bei mir. Ich schwimme zu dir, drei Stück. Drei große. Oh nein, die schwimmen nicht weiter. Hä? Die schwimmen jetzt zu dir wieder rüber. Ich sehe die nicht. Wo? Ja.
Oh, scheiße, daneben geschnappt. Oh. Und hier ist er nochmal. Ich hole raus und er schnappt daneben wieder. Nein, bei mir auch. Wo ist er? Oh, sie ist jetzt die Spitze vertudelt. Nein. Wo ist er denn? Was? So, ich weiß es nicht. Mir auch daneben geschnappt. Mistbiest. Da ist er. Wo? Da links, zwei Stück. Siehst du nicht? Nein. Da ist er. Genau vor das Maul geworfen. Wieder größer werden, wa? Ja, der Stänker halt gleich rum hier. Musste ja so ein. Deswegen hast du die kleineren erst abgeschüttelt. Ja. Petri-Paul. Bitte sag. Uah. Mein erster auf dem blau-weißen Gummi habe ich hier gefangen. Schöne Lachs. Jetzt kann ich nach Hause fahren. Genau vor das Maul geworfen. Ja. Nächster Wurf auf dem gleichen blau-weißen, ein kleiner Porti. Ach, wie viel hast du? Oh. Du Holzkopf. Du Holzkopf. Du Holzkopf. Endlich mal einen Fisch mit der Banane fangen, Alter. Fische da unten. Oh. Sehr schön. Da ist wieder eine Fette. Was? Unter dir. Warte. Udo, wieder so ein fettes Ding. Pass auf, unter dir. Auf jeden Fall. Udo, hilf mir jetzt von Kescher. Exemplare oh. Da. Gleich hier nochmal abwahrscheinlich, genau. Jetzt hat er den Kescher gesehen. Ja, der braucht noch ein bisschen. Ja, ja. Die Zeit muss man ihm gönnen. Und der ist ganz fein. Ganz fein gehakt, das heißt, ich kann ihn noch direkt vom Kescher abschlagen. Hier ist er rein. Warte. Guck mal, wie fein. Also den sehe ich gerade schon gerammelt in meinem Kühlschrank liegen. Jetzt war ich immer den größeren Kescher. Na, warum kommt es so gut? Hier ist er.
Kann doch nicht sein. Jetzt habe ich den Kescher von Paul, das ist ja unbewohnt, weil sonst habe ich immer den längeren. Den Kescher natürlich. Ach, was hätte ich in der Zeit schon wieder für Fische fangen können. Ja, das stimmt, Udo. Wen den da jetzt im Hintergrund quatschen hört, das ist im Übrigen Udo. Und eingenäht. Petri. Dankeschön. Dankeschön. Und noch eine schöne Lachs auf dem gleichen Gummi, blau-weiß. Blau-weiß und bunt. Nein! Du bist so wenig gut. Die ist so blöde, Alter. Die, Alter, ist, die hat ihn gepackt, ist zur Seite geschwommen. Ja. Dann habe ich angehauen und ist er weg gewesen. Und dann ist er nochmal hinterher geschossen. Oh mein Gott. Udo, was ist los? Fahr mal ran da. Udo, kein Bock oder was? So, ihr Lieben, die nächste. Auf dem Libalur. So, nachdem die UL-Freaks mich an die Wand geangelt haben und der Paule einen großen nach anderen gezogen hat, konnte ich jetzt erstmal mit einem kleinen Saibling und dann auch mit dieser schön größeren Forelle nachlegen. Das ist schon bei dir vorbei. Hast du gesehen? Das ist bei dir vorbei. Oh, die kommt hinterher. Ja, ja. Oh, schade. Hier vorne ist sie. Ja, ja. Da ist eine fette. Warte, ich helfe dir um die. Ketchup-Paul ist daneben. Ketchup-Paul. Ja, bei den beiden läuft es ein bisschen besser als bei mir. Ach komm, hör auf. Wie gesagt, ich hatte jetzt zwei Stück. Ich habe ja nur drei. Drei? Naja, also Paul hat drei mit dem Gewicht von sechs. Hast du dritten auch Platz an Moby Dick? Du bleib doch mal locker, Junge. Hast du nicht so lange Treppe hier quer? Immer schön mit dem Essen spielen, weißt du doch. Das ist ja automatisch. Lass dich auch gleich wieder frei. Das könnte auch ein Gummifisch mit Batterie sein. Ich bin dafür, dass du immer nach der Nachtschicht hier bist. Ja, er hält sich wieder ein bisschen länger auf. Und da ist er. Oh. Dank. Das ist sehr lieb. So ihr Lieben, jetzt darf ich auch eine große Waffen auf den Drago. Oh, die blutet ein bisschen. Ja, los. Komm nochmal, nochmal. Fette wieder. Die ist unten rausgeschossen. Wieder von unten hoch. Petri, Dank. Oh. Petri, Dank. Schöne große. Wieder von unten. 1, 5, 2 Kilo. Ja. Jo. Schönes Tier. Mhm. Noch eine schöne Lachs verhaftet auf dem blau-weißen Gummi. So, da die UL-Freaks gerade mal ein bisschen Pause machen,
hatte ich auch mal Chancen, Fisch zu fangen. Kleine Porti, gefangen auf dem Spoon, selbst lackiert. Mal schauen, ob noch was geht. Eigenwerbung stinkt. Gefangen auf dem Piep, 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 Piep. So, ihr Lieben, ihr habt gehört, Essen, das ist unser Schlussruf heute. Wir machen Feierabend. Was so gegangen ist, habt ihr ja gesehen. Waren ein paar schöne bei. Also, ja. Ja. Ich habe heute Basti platt gemacht. Ja, das mal von der Stückzahl her nicht, aber ja, vom Gewicht her, ja. Wir sind dann doch beide gleich. Ja. Stückzahl, aber Gewicht habe ich mehr. Von der Stückzahl her nicht, aber Gewicht hast du mehr. Ja, ist alles gut. Okay. Ich hab den Udo mal gesehen. Ja. Guckt gerne mal auf seinen Kanal. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Habe ich ja im Intro, glaube ich, schon erwähnt. Und ich muss jetzt ganz dringend pinkeln. In diesem Sinne, bis Montag. So, hier ausmachen. Einfach draufdrücken. Ja. Go, 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 go.